Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Bemüht euch von ganzem Herzen und mit all eurer Kraft darum, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Dann wird sich das, was Gott als Samen in euch gelegt hat, auch in euch entfalten, euch vollkommen erfüllen. Es wird nach außen hin sichtbar werden und die Menschen werden Gott erkennen. How many of you? Wer möchte so sein wie Jesus? Seid ihr euch sicher? Also seid ihr euch wirklich sicher? Okay, ich frage noch einmal, seid ihr euch sicher? Gut, lasst uns in die Bibel schauen und dann sagt mir noch einmal, wie sicher ihr euch seid. Johannes 5, Vers 30, eine wundervolle Bibelstelle. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Hier spricht Jesus. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, nicht aus eigener Leistung, sondern ich tue das, was Gott mich lehrt und führe seinen Willen aus. Wie ich höre, so richte ich. Ich entscheide, wie ich entscheiden soll. Der Stimme meines Vaters gehorche ich und mein Gericht ist gerecht und richtig und gut. Denn ich suche nicht meinen Willen. Ich tue nicht das, was mir gefällt, verfolge keine eigenen Ziele, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wow. Man muss das mindestens 20 Mal lesen, um das wirklich aufnehmen zu können. Jesus sagt, was auch immer Gott mir aufträgt, was auch immer mein Vater mir befiehlt, das werde ich tun. Ich höre auf ihn, ich warte auf ihn. Wenn er mir etwas zeigt, dann gibt es keine Entscheidung mehr zu treffen, weil ich mich schon zuvor entschieden habe, alles zu tun, was Gott mir aufträgt. Nachdem wir nun diese Bibelstelle gelesen haben, in der Jesus sagt, ich suche nicht meinen eigenen Willen, ich tue nicht das, was mir gefällt, ich höre nicht einmal auf meinen eigenen Willen. Wenn ich Gottes Stimme höre, dann frage ich mich nicht, was ich davon halte. Möchte ich das nicht? Es ist eine klare Angelegenheit. Jesus sagt, es ist eine klare Sache, sie wurde schon entschieden. Was auch immer Gott sagt, sobald ich weiß, dass Gott zu mir geredet hat, gibt es keine Entscheidung mehr zu treffen. Nun, lasst mich noch einmal nachfragen, nachdem ihr das gehört habt. Wer möchte wirklich so sein wie Jesus? Okay, dann bete ich jetzt für euch im Namen von Jesus, dass er euch durch den Heiligen Geist innerlich erfrischt und euer Leben ganz erfüllt. Dass er die Führung eures Lebens übernimmt und euch festhält, damit ihr nicht mehr von Gott weglaufen könnt und er mit euch zum Ziel kommt, bis er all das, was er in eurem Leben tun will, auch vollbracht hat. Amen. Erster Petrus 1, Vers 2. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Das bedeutet, für einen bestimmten Zweck abgesondert zu sein. Hört mal, ihr seid nicht wie all die anderen in der Welt, die Christus noch nicht als ihren Retter angenommen haben. Ihr sollt nicht so handeln wie sie, ihr sollt euch nicht wie sie verhalten. Als der Heilige Geist in euer Leben kam und Christus in euer Herz einzog, nahm er euch beiseite und ihr wurdet für ihn etwas ganz Besonderes. Ihr seid für ihn heilig. Ja, euer Geist ist heilig. Ihr habt einen Geist und eine Seele und lebt in einem Körper. Diese drei Ebenen gehören zu euch. In eurem Geist, wenn Christus in euer Leben gekommen ist, habt ihr alles, was ihr braucht, um ein gottgefälliges Leben zu führen und euch so zu verhalten, wie Jesus es auch heute noch tun würde. Er ist in euch.
Deshalb geht es heute nicht darum, was in euch ist, sondern wie das, was schon da ist, aus euch herauskommt. Philipper 2, Vers 12, verwirklicht eure Rettung. Nicht, dass wir dafür arbeiten müssten. Wir wissen, wir sind nur gerettet, weil Gott uns gnädig war und nicht, weil wir es verdient hätten. Aber dann sagt er, nehmt die Errettung als Geschenk und verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Nachdem man Christus als Retter angenommen hat, sollte es von da an das erklärte Ziel sein, das zu tun, was Gott von einem möchte, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen und nützlich für ihn zu sein. Je mehr ihr das tut, desto glücklicher werdet ihr sein. Ihr werdet so glücklich sein, dass die Menschen euch für völlig verrückt halten. Es ist unser eigenes Ego, das uns unglücklich macht. Was bedeutet es, heilig zu sein? Laut griechischem Wörterbuch bedeutet heilig sein, dass man für Gott abgesondert ist. Sagt mal alle, ich gehöre Gott. Denkt darüber nach. Ihr gehört Gott. Ich will euch das mal plastisch vor Augen führen. Hier ein Beispiel. Das ist mein Glas, wenn ich auf Reisen bin. Das ist das Glas von Joyce. Niemand anders trinkt aus diesem Glas. Keiner nimmt es für einen Kaffee. Niemand gießt damit die Blumen. Es ist mein Glas. Dieses Glas wurde ausgesondert, geheiligt und wird nur für einen besonderen Zweck eingesetzt. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt verschiedene Dinge, die euch gehören und die ihr für bestimmte Zwecke braucht. Ihr mögt es auch nicht, wenn eure Kinder damit herumspielen. Dafür ist es und nicht dafür, sondern dafür. Genauso ist es mit euch. Ihr wurdet von Gott für einen bestimmten Zweck ausgewählt. Hier auf dieser Welt sind wir Gäste und Fremde auf der Durchreise. Wir haben hier kein Zuhause. Wir sollen uns nicht häuslich einrichten, auch keine Wurzeln schlagen, sondern wir sind Reisende. Und während wir reisen, wollen wir noch viele Leute mit uns nehmen. Wisst ihr, wie lange die Ewigkeit dauert? Ich meine, selbst wenn jemand 100 Jahre alt wird, was wirklich nur ein paar von uns hier erreichen werden, aber sagen wir einmal, du wärst 100, dann ist das gar nichts im Vergleich zu für immer und immer und ewig. Also, was bloß ist so schlimm daran, etwas aufzugeben, auch wenn es einem schwerfällt? Na und? Wenn wir das tun, worum Gott uns bittet, können wir nützlich für ihn sein. Wir erleben Frieden und Freude und wir werden darauf vorbereitet, die Ewigkeit mit ihm in seiner Gegenwart zu verbringen. Lebt nicht einfach so, als wäre dieses Leben alles, was ihr habt. Ihr werdet ewig leben. Ihr seid eine ewige Schöpfung. Vielleicht machen wir uns das nicht oft genug bewusst. Ich weiß es nicht. Wir sind für einen bestimmten Zweck abgesondert und sollen lernen, das Leben entsprechend zu leben. Sich trennen von unguten Dingen, von unguten Wegen. Dies ist einem Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus möglich und das ist auch der Wille Gottes für den Gläubigen. So wie Gott es uns in seinem Wort zeigt, muss es auch angenommen werden. Und diesen Part liebe ich. Der gläubige Mensch muss es ehrlichen Herzens und ohne Umschweife in seinem Leben umsetzen wollen. Das ist toll. Ich bin also heilig. Der Heilige Geist mit all seinen Eigenschaften ist in mir, in euch und in jedem Gläubigen. In jedem, der gerade am Fernseher zuschaut. Wenn ihr Christus als euren Retter angenommen habt, seid ihr heilig. In eurem Geist seid ihr Heilige. Ihr seid heilig und habt die Eigenschaften des Heiligen Geistes. Ihr seid voller Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit. Okay. Wo?
Es ist in euch, ganz tief in eurem Inneren. Gott musste erst unser Innerstes aufräumen, damit er in uns leben konnte, denn er kann nur an einem heiligen Ort sein. Habt ihr das verstanden? Gott und Sünde passen nicht zusammen. Wenn er also in eurem Geist wohnt, musste er zuerst aufräumen und Platz für sich machen. Wer von euch glaubt, dass Gott in ihm lebt? Ihr seid heilig. Tief im Inneren seid ihr heilig. Strebt nun von ganzem Herzen und mit all euren Kräften danach, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, damit sich das, was Gott als Samen in euch gelegt hat, auch in euch entfaltet, damit es euch vollkommen erfüllt, nach außen hin sichtbar wird und damit die Menschen Gott erkennen. Das Schlimmste, was einem Christen in der Welt passieren kann, ist, dass man ihn kaum noch von anderen Menschen unterscheiden kann. Und wir sollten nicht meinen, dass die Leute uns erkennen, nur weil wir einen Fisch auf unserem Auto haben und ein Kreuz um den Hals tragen. Ich achte überhaupt nicht auf solche Dinge. Die Menschen erkennen uns vielmehr an unserem Verhalten, an den Früchten, an unserer Liebe. Heiligung ist also ein individueller Prozess, der Schritt für Schritt voranschreitet. Die Heiligung ist das Ergebnis unseres Gehorsams. Das habe ich direkt aus dem griechischen Wörterbuch und mir nicht selbst ausgedacht. Es ist sehr wichtig, dass wir das über Gehorsam wissen. Gott lebt nicht, um uns zu dienen, wir leben, um Gott zu dienen. Okay? Ich werde jetzt etwas abschweifen. Gott liebt euch. Er möchte, dass es euch richtig gut geht. Die Bibel sagt, wenn ihr euch an Gott freut, wird er eure Herzenswünsche erfüllen. Gott wünscht euch das Beste. Ihr sollt der Kopf sein und nicht der Schwanz, oben und nicht unten, freigebig sein und euch nichts borgen müssen. Alles, was ihr anfasst, soll euch gelingen. Er möchte euch Gunst geben, Türen öffnen. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Er möchte, dass wir uns unterordnen, ganz für ihn leben, seinen Herzschlag spüren, bereit sind, das zu tun, was er von uns möchte, Tag für Tag. Wir müssen damit aufhören, Gott manipulieren zu wollen, damit er uns das gibt, was wir wollen. Vielleicht denkt ihr gerade, oh, das klingt ja nicht gerade nach Spaß. Bitte. Kann ich euch noch etwas anderes Interessantes erzählen? All diese Leute, die gestern Abend während des Gebetes gegangen sind, sie merken es hier. Einige von ihnen fühlen sich selbst heute noch nicht gut. Sie wissen nicht, was los ist. Wo ist meine Freude? Jetzt bin ich schon hier und fühle mich trotzdem nicht glücklich. Wenn wir Gott gehorchen, haben wir eine tiefe innere Freude, die wir nirgendwo anders bekommen können. Man bekommt sie einfach nirgendwo anders. Oh, wir können unser Ego für ein paar Sekunden glücklich machen, doch dann wird sich unser Geist schlecht fühlen. Oder wir machen unser Ego für eine kleine Weile unglücklich, in der aber unser Geist frei und voller Frieden und Freude ist. Entscheidet euch, was für euch wichtiger ist. Lasst uns zurückgehen zu 1. Petrus 1, Vers 2 und schauen, ob ich zu Ende gelesen habe. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen. Wow, ist das gut. Und es gibt noch eine weitere Bibelstelle, die genauso gut ist. 1. Petrus 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, wir können Gott nicht gehorchen, außer durch den Heiligen Geist. Ich muss mir das immer und immer wieder sagen. Nicht, dass wir es aus eigener Kraft schaffen würden.
Aber eines sage ich euch, sobald wir Gottes Weg gehen und das tun, was er von uns möchte, sind wir mit ihm verbunden und dann gibt er uns die Kraft, die wir brauchen. Gott bittet uns niemals, er bittet uns niemals, etwas zu tun, ohne uns gleichzeitig mit der Kraft und Fähigkeit auszurüsten, die wir brauchen. Wir können alles tun, wozu Gott uns auffordert, und zwar durch Christus, der uns die Kraft dazu gibt. Und jetzt werde ich noch ein wenig tiefer gehen, mal sehen, wie geistlich ihr hier wirklich seid. Und euch vor den Fernsehgeräten möchte ich schon mal rechtzeitig sagen, ich werde heute einigen auf die Füße treten. Doch bitte schaltet nicht ab, hört euch den Vortrag bis zu Ende an. 1. Thessalonicher 4, angefangen mit Vers 1. Vers 1. Wir werden die ersten 4 Verse lesen und ich werde ein paar Anmerkungen machen. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Paulus sagte also, schaut, ihr seid zwar auf einem guten Weg, aber ich möchte, dass ihr Fortschritte macht. Das ist genau das, was ich auch sage. Ihr seid kein Haufen geistlicher Dummköpfe. Ihr wärt nicht früh aufgestanden, um hierher zu kommen, wenn Gott euch egal wäre. Für einige von euch ist Gehorsam lebenswichtig, außer für die vielleicht, die gestern Abend früher gingen. Einige von euch sind heute wiedergekommen und ehrlich, ich möchte euch nicht verletzen, aber... Ich will gemeinsam mit euch Fortschritte machen und bin froh über dieses Thema, denn es wird auch mir weiterhelfen. Ich bin so froh, dass Gott mich zum Predigen berufen hat, weil ich mich intensiv mit der Bibel auseinandersetzen muss und das bewahrt mich vor vielem. Okay, lasst uns zurück zu den Bibelstellen gehen. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jetzt werden wir kurz über Sex sprechen. In was für einem Chaos leben wir heute? Sich von sexueller Sünde fernzuhalten, beinhaltet vieles. Sex wurde als etwas Schönes, Heiliges und Reines geschaffen. Und ich kann euch sagen, das, was der Teufel daraus macht, ist einfach nur erbärmlich. Pornografie ist ein großes Thema. Man kann nicht einmal mehr eine Zeitschrift kaufen, in der nicht mit Nacktbildern für Schlafanzüge geworben wird. So viele Menschen leben zusammen, bevor sie heiraten. Sie halten das für kein Problem und argumentieren, wir müssen ja erst sehen, ob es funktioniert, bevor wir heiraten. Es ist ja doch nur ein Stück Papier. Wie bitte? Ehe sollte mehr sein als ein Stück Papier. Hier geht es um tiefe Hingabe. Vielleicht sollten wir mehr über die Person wissen, bevor wir auf dem Standesamt unterschreiben. Das würde einige Probleme lösen. Manche Menschen heiraten und wissen nicht einmal, wie die andere Person über Geld oder Kinder denkt. Für sie ist es eine reine Gefühlssache und aus dem Nichts heiraten sie. Nehmt euch ruhig Zeit, seid nicht so voreilig. Nur wenige Menschen haben keinen Sex. Bevor sie heiraten, wisst ihr, ich könnte ebenso gut auch etwas anderes machen als das hier. Aber ich tue das, weil ich glaube, dass Gott es von mir möchte. Jemand muss aufstehen und sagen, das ist nicht der Wille Gottes. Und das fordert Leidensbereitschaft, nicht, dass Gott uns nicht mehr liebt. Ja, er vergibt dir. Aber sobald du weißt, was richtig ist
und du machst trotzdem damit weiter, dann läuft etwas schief. Es gibt Menschen, die meinen, sie können einfach tun, was offensichtlich falsch ist, weil Gott ja so gnädig ist und uns versteht. Gott versteht es nicht, dass wir meinen, im 21. Jahrhundert wäre es okay, etwas zu tun, nur weil jeder es tut. Wir sind nicht wie alle anderen, wir sind geheiligt, abgesondert, aufgehoben für einen bestimmten Zweck. Wisst ihr, was geschieht? Wenn Menschen Sex haben, bevor die richtige Zeit dafür da ist, dann machen sie etwas Wunderbares zu etwas Gewöhnlichem. Niemand freut sich mehr auf etwas, weil wir nicht warten können. Wir haben ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Jeder will seine Wünsche sofort erfüllt haben. Ich will, was ich will, und ich will es jetzt. Wenn man es sich nicht leisten kann, dann benutzt man eben die Kreditkarte. Man wartet nicht mehr, man freut sich nicht mehr auf Dinge, ersehnt nichts mehr, plant nichts mehr, spart nicht mehr, diszipliniert für etwas. Und mit Sex ist es auch so. Man kann sich beherrschen. Man kann sich wirklich beherrschen. Die Bibel sagt, dass wir Selbstbeherrschung haben. Begebt euch nicht in Situationen, in denen etwas passieren könnte. Wenn ihr Probleme damit habt, geht gemeinsam mit anderen Leuten aus. Und wisst ihr was? Ich sehe schon, meine Güte, ich sehe schon die ganzen Leute vor mir, die gerade am Fernsehapparat sitzen. Hier im Saal würdet ihr etwas dumm dastehen, wenn ihr einfach aufstehen und rausgehen würdet. Alle denken dann, okay, aha. Deshalb werde ich euch hier noch ein bisschen zusammenhalten. Ich tue das nicht, um mich partout unbeliebt zu machen. Ich will euch nur helfen, damit wir Gott mit unserem Leben wirklich ehren und wir erkennen, dass wir nicht einfach so wie alle anderen leben können. Das möchte Gott nicht. Ich hatte an einem bestimmten Ort geschäftlich zu tun. Dort traf ich immer wieder auf einen jungen Mann und wir haben uns ein paar Male über die Bibel unterhalten. Nun, er war verlobt. Ich kannte ihn nicht gut. Ich vermutete, dass er und seine Freundin zusammenwohnten und es stellte sich heraus, genauso war es. Sie lebten zusammen. Also wir sprachen dann über die Bibel und darüber, dass er mit seiner Freundin zusammenlebt. Gespräche über die Bibel und das unverheiratete Zusammenwohnen und sie schliefen nicht in getrennten Betten. Er heiratete also und ich fragte ihn, na, wie ist es so als Ehemann? Och, nicht viel anders. Es war einfach nichts Besonderes, kein Glücksgefühl, keine Schmetterlinge, einfach nur gewöhnlich, weil niemand mehr auf etwas gewartet hatte. Es war nichts Besonderes, einfach nichts Besonderes. Ich habe mit Dr. Ravi Zacharia einige Fernsehsendungen gemacht und er nannte vier Dinge, die Menschen brauchen, um geistlich zu wachsen. Eins davon sind Erlebnisse im Bereich von Wundern. Wir müssen lernen, dass unsere Wünsche nicht gleich befriedigt werden müssen. Lasst uns voller Erwartung die Dinge auf Gottes Art und Weise tun. Wisst ihr, einiges, was so im Fernsehen läuft, ist dermaßen dumm. Unglaublich dumm. Ich kann gar nicht sagen, wie dumm es ist. Lasst uns aufhören, uns von der Welt belehren zu lassen. Lasst uns heilig genug werden, um die Welt zu belehren. Ich möchte wieder bereit sein für Wunder, für das Wunderbare, für die Schönheit. Die Menschen haben also Sex vor der Ehe, sie werden schwanger, dann möchten sie nicht die Verantwortung dafür übernehmen und treiben ab. Menschen geben mit ihren Kreditkarten Geld aus und wenn sie dann ihre Rechnungen nicht bezahlen können, melden sie einfach Privatinsolvenz an. Menschen leben zügellos, hemmungslos und undiszipliniert. Und wenn sie in der Klemme stecken, dann übernehmen sie nicht einmal die Verantwortung dafür. Mit unseren Gesetzen haben wir den Menschen die Tür geöffnet, ihr Leben zu zerstören.
einfach, ihr ganzes Leben zu zerstören. Wenn wir kompromisslos gehorsam sind, hören wir auf Gottes leises Reden und tun das, wozu er uns auffordert. Es ist wichtig, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Gottes Kraft kommt in uns erst dann richtig zum Zuge, wenn wir diese Gehorsamsschritte gehen und das tun, wozu er uns auffordert. Meinen Eltern ist schon zu Beginn ihrer Arbeit aufgefallen, dass die Bibel sehr viel davon spricht, sich um die Armen zu kümmern. Ständig ist die Rede davon, Gefangene zu besuchen, Hungrigen zu essen zu geben, Fremde aufzunehmen, Witwen und Waisen zu versorgen. Deswegen wollen wir diesem Auftrag nachkommen. Unser Dienst ist mittlerweile sehr gewachsen. Dadurch haben wir auch mehr Möglichkeiten, noch größere Dinge zu tun. Heute sind wir gerade in Thailand. Und dieser Junge hier, Somdet, hat einige tragische Dinge erleben müssen. Aber Gott sei Dank kann er jetzt in diesem Kinderheim leben und seine Zukunft sieht wieder rosiger aus. Seine Eltern sind beide bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er 6 war. Und als er gefunden und hierher gebracht wurde, litt er an einer schweren Ohrenentzündung, die einen Hörschaden und viele andere Probleme mit sich brachte. Nach einer 2-jährigen Behandlung kann er jetzt wieder gut hören. Also vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, Somdet und anderen Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt ein Zuhause zu geben. Unser Zuschauerservice ist gerne für Sie da. Egal, ob Sie Fragen haben oder eine Bestellung aufgeben möchten. Schreiben Sie uns. Wie wär's mit einem täglichen Frische-Kick? Frische Impulse liefert Ihnen die tägliche Andacht von Joyce per E-Mail. Jetzt kostenlos anmelden. Wie würdet ihr folgende Frage beantworten? Liebst du dein Leben? Ich bin überzeugt. Jesus möchte, dass wir unser Leben lieben. Wenn uns unser Leben nicht gefällt, können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher, aber gleichzeitig ein anderes Ergebnis erwarten. Ich möchte euch heute einladen, mein neues Buch, Wie du dein Leben lieben kannst, zu lesen. Schaut, was ihr ändern könnt, damit ihr ein Leben erzielt, das ihr wirklich lieben könnt. Besorgt euch das Buch doch gleich heute. Bestellen Sie das Buch jetzt auf joyce-meyer.de/lebenlieben oder rufen Sie uns an 040 88 88 411 11.